Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Europa Universalis 4 Projekt. Angekündigt hatte ich es schon letzte Woche, jetzt ist es endlich soweit. Und zwar der Grund, warum wir gewartet haben, ist das neue DLC, die Kosaken bzw. Original The Cossacks. Und das möchte ich heute mit euch bzw. im Laufe dieses Projektes ausprobieren, die neuen Funktionen kennenlernen und uns so ein bisschen damit befassen. Und das mache ich natürlich nicht alleine. Der liebe Andi alias Zuckerrohr ist auch mit dabei. Moin! Nein! Na doch, natürlich, ich bin mit dabei. Entschuldigt, das da hinten, das ist das komische Kind von nebenan. Verpiss dich! Entschuldigung, also erstmal das Niveau gesenkt. Ja, ja. Als ob wir jemals Niveau gehabt hätten. Dafür, dass Neptun besser dasteht, natürlich. Ja, ja. 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 Bei mir ist seit 3 Jahren Hopfen und Malz verloren, also. Ja. So, ich lasse jetzt dann einfach mal den Neptun erzählen und werde dann wahrscheinlich einfach immer wieder reinlabern, wenn er irgendwas falsch labert oder irgendwas vergisst. Ja, also wir sind ganz bewusst schon hier in der Nationenauswahl, weil es auch hier bereits einige Neuerungen gibt. Grundsätzlich erstmal haben wir uns als Nationen ausgewählt Moskau und Florenz. Die Ziele, denke ich mal, dahingehend sind ganz klar. Und Scheiß auf Italien, ich werde Frankreich. Was? Ja. Und eine der ersten Auffälligkeiten hier im der Hauptübersicht ist, dass die zufällige neue Welt gewandert ist. Die Auswahl ist jetzt nicht mehr hier links beim Beobachtermodus, wo auch eigentlich der Iron Man sitzen sollte. Wo ist der eigentlich hin? Der Iron Man, den gibt's nicht mehr. Den kannst du am Anfang eigentlich spielen, wenn du startest, kannst du auswählen, ob du Iron Man starten willst oder nicht. Denn du kannst jetzt sogar einen gemoddeten spielen, den Iron Man starten. Mhm. Und kannst so auf Iron Man Schwierigkeit spielen und die ganze Zeit mit Autosaves haben. Also die Vorteile aus Iron Man kannst du genießen. Aber Achievements sind dann trotzdem deaktiviert. Die sind nur aktiviert, wenn du ein ungemoddetes Spiel hast. Aber das sagt er dir auch, ob Achievements aktiviert sind oder nicht. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht. Und die zufällige neue Welt, wie gesagt, die ist jetzt hier nach rechts gewandert. Und sie soll besser geworden sein. Sie soll besser geworden sein. Und wir sind wirklich mal gespannt. Und da gibt es noch einen kleinen Gimmick, den werde ich euch jetzt gleich zeigen. Den gibt es hier in den Optionen. Zunächst einmal haben wir die allgemeinen Optionen, die sind schon mal erweitert worden, könnt ihr euch ja soweit hier ansehen. Ödland ist eine der größeren Neuigkeiten jetzt mal. Ihr seht hier in der Erklärung, wenn ihr die Mehrheit der umliegenden Provinzen besitzt, dann färbt sich das Ödland rot. Bringt jetzt so erstmal nichts, wenn ich das jetzt vorhin richtig verstanden habe, aber ist halt ganz nett. Vor allen Dingen hat man dann diese grauen Flecken nicht mehr. Weshalb färbt sich das Ödland rot? Habe ich rot gesagt? Ja. Ja, es wird eingefärbt, so. Warum rot? Ich habe irgendwas mit rot im Kopf gehabt. Alter, Rot-Fetischist. Ja, ja. es wird eingefärbt. Und zwar natürlich in eure Nationenfarbe, beziehungsweise die des entsprechenden Landes. Exklaven verwenden Namen, zum Beispiel Schwedisch-Kongo. Das ist jetzt hier etwas missverständlich, denn das gilt auch schon in Europa. Wenn ihr jetzt also zum Beispiel hier Genua habt, dann habt ihr hier genuesische Krim. Oder auch wenn ihr zum Beispiel mit Kastilien nach Schweden geht, dann heißt das Kastilisch oder Spanisch Schweden dann. Also es gilt jetzt nicht nur tatsächlich für Kolonien oder sowas, was man jetzt hier meinen könnte, sondern es ist wirklich übergreifend. Was ich schon mal ganz cool finde. Hier sehen wir das auch schon. Es ist zwar leider sehr, sehr klein geschrieben, aber hier steht dann zum Beispiel, wenn ich das jetzt richtig entziffere, englische Normandie. Beispielsweise. Sie, Senor. Genauso wie das untere eigentlich die englische Gascorche sein müsste. Ja, ist halt leider sehr, sehr klein geschrieben. Ich denke, im weiteren Spielverlauf werden wir das häufiger sehen oder besser sehen. Genau. Monatliche Steuernahmen anzeigen, das kennen wir bereits aus dem dritten Teil von Europa Universalis. Da poppen dann über den Provinzen die Zahlen auf der Steuereinnahmen. Halte ich für jetzt nicht so wertvoll, als dass wir das aktivieren würden. Außerdem haben wir da so ein bisschen Angst vor der Stabilität. Lassen wir mal weg, einfach mal gucken. Ansonsten kennen wir soweit alles fantastische, zufällige neue Welt. Das ist noch das, was ich sagen wollte. Generiert eine geringe Wahrscheinlichkeit für das Erscheinen von Fantasieelementen wie höchst fortschrittlichen Reichen in der zufälligen neuen Welt. Also da bin ich wirklich mal richtig, richtig gespannt drauf. Und das kann man einstellen zwischen nie, selten, ungewöhnlich und häufig. Wir lassen das jetzt einfach mal zu Experimentalzwecken auf selten und schauen mal, wie sich das dann in weiteren Spielrunden
so ergibt. Ja, wenn die Inka dann auf einmal westlich sind und Europa landen und einfach alles kaputt fliegen. Und mit Laserwaffen einmarschieren und... dann kommen auch noch die Jedis und Chachabing-Sips. Genau, genau. Okay, bei den Mehrspieleroptionen gibt es soweit nichts Neues, außer der Punkt Siegkarten und verhindert Nationenruinierung, das mit den Siegkarten. Da kann man wohl, das musst du nochmal erklären, Andi. Okay, ich denke, ich erkläre mal alles drei. Mhm. Und ich sage drei, weil es sind nicht zwei, es sind drei. Neptun hat einfach was vergessen, und zwar gesperrtes Archiv. Na, das war vorher schon da. Das gab's davor noch nicht. Doch. Nein, doch. Das gesperrte Archiv gab's noch nicht. Das gesperrte Archiv ist nämlich das, dass wenn du das aktivierst, dann kannst du im Archiv nicht mehr nachlesen, welche Manpower und alles die anderen Länder haben. Dann gab es das vielleicht anders, aber es gab es, da bin ich mir 100% sicher. Wir hatten vier Einstellungen im Mehrspieler, vier Stück. Ja, Terra Incognita in der Lobby war davor im Mehrspieler. Verdammt! So. Also, wir haben ein gesperrtes Archiv. Das heißt, wir haben es jetzt deaktiviert, weil wir machen ja keinen, aber bei einer großen Multiplayer-Runde, wie wir es hier auch irgendwann mal vorhaben. Ja. Aber dazu gibt es später mehr. Und wie wir es umsetzen, wissen wir auch noch nicht ganz. Da kann man dann das aktivieren und dann sieht man halt einfach nicht, wie viel Manpower das andere Land hat und alles. Außer man spioniert. Das heißt, Spione werden wichtiger in Mehrspieler. Was eigentlich auch gut ist, weil ganz ehrlich, in der Stiefel nachgucken kann jeder Sau. Wir sind hier im 20. Jahrhundert. Wir sind hier gefälligst im 15. Jahrhundert starten wir, ne? So, Siegkarten einsetzen. Siegkarten an sich. Hier steht, aktiviert oder deaktiviert die Siegkarten im Spiel. Das sind so eine Art, du erreichst eine bestimmte Punktzahl, bekommst dafür eine Karte. Du einigst Russland, dafür bekommst du eine Siegkarte. Kannst du dir vorstellen, wie diese Siegkarten in Risiko, denke ich. Mhm. Ich habe sie bloß gelesen und nicht ausprobiert. Das wird interessant in einem großen Multiplayer, wenn sich die Leute um Siegkarten schlagen. Wir haben das ausgelassen. Erstens, wir wollen uns nicht darum schlagen. Und zweitens, irgendwie sind wir gar kein Interesse daran, Siegkarten zu erreichen. Ja. Eigentlich rein aus interessenstechnischen Gründen könnte man sie mal anmachen, aber ich denke, ihr werdet sie spätestens in meinem Poland Cannon to Space sehen. Ich denke, ich werde das dann. Wobei das ja eine Mehrspielereinstellung ist, nicht wahr? Stimmt, aber eigentlich müssten die auch im Singleplayer da sein. Wir können sie einfach mal anmachen. Machen wir mal an. Ja. Genau. Was ist denn daran falsch? So, ich starte nochmal schnell neu, dass ihr die Aktualisierung seht. Okay, sieht man immer noch nicht. Ja, ist egal. Unverhindert Nationenruinierung ist so: Nation verliert einen Krieg, in der ein Mensch war. Und der Mensch kann jetzt danach nicht einfach die ganze Nation zugrunde richten, wie zum Beispiel lässt alle Provinzen als Vasallen frei und tut sie dann unabhängig machen, die Vasallen, und erklärt auch noch allen den Krieg. Es geht nicht. Und du kannst ja noch massenmodal nach dem Krieg aufnehmen und so, also auf gut Deutsch, du kannst das Land nicht ruinieren. Um Rage Quits nicht mehr so effektiv zu machen. Ja. Weiter zu Neptun. Okay, ja, bei den benutzerdefinierten Einstellungen, da ist jetzt, so wie ich das sehe, nichts Neues dazugekommen. Insofern. Ich meine, das war mal ein Punkt weniger, oder? Nee. Nee, das kommt so hin. Ja, das kommt so hin. Das dürfte eigentlich an sich passen, aber es wurde jetzt verändert, und zwar wurden bei den dynamischen zufälligen Nationen, die generiert werden, das kann man ja machen, da werden die Nationen, die bekommen jetzt bessere Namen. Nicht mehr nur so, dass sie heißen, nehmen wir es jetzt mal, wenn sie im Kongo entstehen, Kongo, oder wenn sie in Landshut entstehen, Landshut, sondern sie bekommen jetzt bessere Namen. Das wurde jetzt auch mit eingestellt. Denn es gibt jetzt einen neuen Regionskartenmodus, den werde ich euch bei mir aber auch mal zeigen, also keine Sorge, und danach richtet sich das dann mehr nach den Regionen, wie das Land heißt. Okay. Dann sind das unsere Einstellungen. Ansonsten, denke ich mal, haben wir hier nichts weiter vergessen. Ja, benutzerdefinierte Nationen gibt es jetzt mehr Auswahl für Waffen. Und man kann seine benutzerdefinierte Nation speichern und auch wieder laden. Das ist bestimmten Leuten namens Neptun, die immer Gallien in Nordfrankreich spielen, einfacher macht. Ja, ich habe da so meine Favoriten, wo ich so mich dann hinsetze. Sein Fetisch hat er da, ne? Ja. Ich habe was übrig für Frankreich, ich weiß nicht warum. Alter Weinschlürfer. Ja, na, schön wär's. Ich hab mir gestern mal einen Wein gegönnt. Ich mag sogar Wein, es muss nur der richtige sein. Ja. Diese Erklärung, ne? Das ist auch schon ein entscheidender Punkt. Gut, ich würde sagen, wir legen einfach mal los. Ja. Auch wenn uns das verderben? Ja.
Ich weiß nicht, ob ich mich wieder von Anfang an mit dir verbinde. Also das Creme-Experiment, das ist ja mal sau in die Hose gegangen, nicht wahr? Ja, Leute, ihr müsst es so sehen. Es ist so, wenn ich allein spiele, dann klappen meine Spiele eigentlich relativ gut. Aber sobald ich im Multiplayer spiele, fange ich irgendwie an, Scheiße zu probieren. Und stürze irgendwie alle in den Chaos. Ah. Der Host hat für dieses Spiel Siegeskarten aktiviert. Ab 1450 erhaltet ihr eine Siegkarte für die Eroberung eines bestimmten Gebiets und alle 100 Jahre außerdem zusätzliche Karten. Karten kann man nur über 300 Entwicklung erhalten. Die Eroberung sämtlicher Provinzen des von einer Karte festgelegten Gebiets bringt euch einen allmählich steigenden Bonus auf eure Punkte ein, der im Verlauf von 240 Monaten sein Maximum von 1000 bis 4000 erreicht. Solltet ihr irgendwelche Provinzen in dem Gebiet verlieren, sinken die Punkte für die Karte in 240 Monaten auf 0. Okay. Also tatsächlich wie Risiko. Ja, und zwar gibt es ja hier oben unsere Ränge mit den Werten. Und da tun die Siegeskarten dann einfach mit reinspielen, weil im Multiplayer gibt es auch oft so, dass der am Ende von einem Match, weil ein Match dauert ja nicht unendlich lang, mit den meisten Punkten gewinnt. Ja. Und so würde ich mal sagen, sollten wir anfangen zu spielen. Bin ich echt mal gespannt. Gut. Erstmal hier die üblichen Einstellungen. Also ihr seht direkt, einige Interfaces haben sich hier erweitert. Einmal ist hier oben die Nationenübersicht besser geworden. Man hat jetzt zum Beispiel hier alle Technologienstufen, die hier angezeigt werden. Dann haben wir hier Reisezeit Gesandter. Ah ja, ist schön, dass der auch mal angezeigt wird. Und dann haben wir hier unten drei Diplomatie, wie soll man sagen, Interfaces. Wo wir einmal hier, das ist die übliche Rufübersicht, die kennen wir schon. Die ist jetzt nur anders positioniert. Dann haben wir hier die üblichen diplomatischen Aktionen. Da gibt es auch so ein paar Neuigkeiten. Da gehen wir dann Stück für Stück während dem Spiel drauf ein, würde ich sagen. Und die diplomatische Rückmeldung. Einer meiner größten Wünsche würde erfüllt. Wir können als Spieler endlich selbst entscheiden, was wir von einem Land haben. Da habe ich mich ja schon mehrmals drüber aufgeregt in den Let's Plays. Ja. So. Okay. So, dann erzähle ich jetzt etwas zu den Landesständen, auch auf Englisch Estade genannt. Das ist eins der Estate. Größeren Updates. Ganz ehrlich? Komm her, hä? Komm her! Du korrigierst mich immer, wenn ich was falsch ausspreche auf Englisch. Jetzt war ich mal dran. So, okay. Und zwar haben wir da Interaktionen. Wir müssen nicht jetzt mal schon drei Adelstände. Ich habe den Adel, ich habe die Bürger und ich habe den Klerus. Denen kann ich Territorien zuweisen, um sie zu stärken. Dadurch mögen die mich natürlich auch mehr, sind mir loyaler gegenüber. Und die haben auch Einfluss in mein Land. Und jemand, der zu viel Einfluss hat, kann auch gefährlich werden für dein Land. Und da gibt es jetzt zum Beispiel einen Adel. Habe ich hier was wie Parlament einberufen, da verliere ich 5 Prestige. Aber dafür bekomme ich mehr Einfluss und erhält der Adel mehr Einfluss und der bekommt mehr Loyalität mir gegenüber, wodurch ich mir sowas wie militärische Unterstützung, wo ich 50 militärische Macht bekomme und so weiter. Kann ich mir dadurch rufen, holen. Also, es gibt ganz nette Sachen. Steuern erheben, dafür bekomme ich Soldatenzahl und Generalität. Dafür bekomme ich einen General mit 40 Tradition. Was auch sehr gut ist mit den ganzen Kack-Generälen, die man bekommt. Bei den Bürgern habe ich auch immer was. Beitrag erbitten, da geben mir jetzt dann die Bürger ein bisschen Dukaten. Die sind jetzt hier natürlich freundlicher, weil die haben Territorium in meinem Land, die Bürger, während das niemand Territorium hat. Und ja, das kann man dann hier sehen. Die Landesstände dürften nur für die Cossacks erreichbar sein. Im Free-Update sind die nicht mit dabei, soweit ich informiert bin. Ihr könnt mich natürlich in den Kommentaren korrigieren. Ist auch gerne gesehen, gebt euch auch eure Meinung zu allem in die Kommentare ab und korrigiert uns auch, wenn wir das falsch sagen, dass wir es in der nächsten Aufnahme-Session verbessern können. Ja. Und dementsprechend fange ich jetzt persönlich mit dem Spielen an und werde mal meinen Leuten kurz erklären, was ich vorhabe. Und zwar werde ich nicht Italien gründen. Ich werde die Toskana gründen und das war's. Denn ich habe das Land mit den besten Ideen in italienischen Nationen, auch unter Italien. Und zwar Florenz mit den toskanischen Ideen, die mir einfach extrem gute Bonis geben, die ich nicht weggeben will. Die italienischen Ideen sind schlecht, deswegen möchte ich die nicht haben. Deswegen bleibe ich Florenz. Hab zwar relativ festliche Truppen dafür, aber kackt doch der Hund drauf und dafür durch mich dann später eher anschauen, dass ich nach Amerika komme oder besser gesagt die neue zufällige Welt, der wir dann auch einen neuen Karten. Weißt du,
ich erkläre hier schöne Sachen und der Kerl, der verpasst erstmal seinen Rivalen ein Embargo, ne? Ist ja nicht so, dass wir hier irgendwie eine Friedensmasche fahren. Okay, so, und jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich mich hier ausbreite. Luca, Vera. Wieso ist das ein kostenspieliges Embargo? Ist das nicht mein Rivale? Dann ist das erstmal das Rivale festlegen müssen, hm? Nee, ich hab Fehler. So, gut. Ich wäre soweit einsatzbereit. Ich noch nicht, denn ich habe viel erklärt. Du kannst dir mal sagen, was hast du mit deinem Land vor? Ich werde auf jeden Fall Russland gründen. Das ist, denke ich mal, klar. Und ich muss mal gucken, inwieweit ich nach Europa reingehe. Das weiß ich noch nicht. Ich denke, ich werde es bei den historischen Grenzen belassen, außer hier vielleicht noch Ostpreußen, so dieses Eck. Also der deutsche Orden sozusagen. Schauen wir mal, das muss ich dann aber auch noch mit Andi abklären, wenn es dann soweit ist. Ich denke, mein primäres Ziel wird tatsächlich sein, dann kolonialtechnisch nach Osten zu gehen und dann überzusetzen in die neue Welt. In die fantastische neue Welt. Das jetzt erstmal so im Groben. Verbessert die Beziehung mit Twer. Ich weiß nicht, unterwerf Novgorod, ist doch mal interessant. Oh mein Gott. Gut, jeder in meiner Umgebung hasst mich schon mal. Eine Langzeitmission. Ja gut, das kann ich nachvollziehen irgendwie. Oh, ja, ich mache mir jetzt erstmal ein Bündnis mit Savoy und Venedig, wenn es irgendwie klappt. Können wir denn Twer friedlich vassalisieren? Auch das wäre doch mal eine Option. Dann machen wir das doch mal. Verbessern wir die Beziehung mit Twer. Nein, das wäre ein guter Bündnispartner. Okay. Also ich wäre fertig für Start. Jo, machen wir das mal. Erstmal hier das Embargo zur Horde wieder aufheben, sonst sind die gleich sauer auf uns. Der eine obligatorische Monat wieder. Leckt's mit eurem Arsch. Akt zur Klosterauflösung. Nö, sicher gar nicht ein. So, was haben wir denn jetzt hier? Warum hasst mich die Horde eigentlich? Ach, weil sie sich meine ganzen Provinzen wünscht. Ja, die möchte dein gesamtes Land rauben und raiden. Ja, was die wollen und was die kriegen, nicht? Ja, und was ich jetzt auch gleich sagen kann, Leute, es ist, im alten Update war es ja so, der Kaiser war nur noch irgendwie so ein schwacher Pröpfel, der nicht mehr richtig was zu sagen hatte. Jetzt haben wir leider gemerkt, der Kaiser ist irgendwie wieder stärker. Yep. Und haut mehr aufs Maul. Yep. Wir haben nämlich vorhin schon mal ein Testspiel gestartet und Österreich war zu Zeiten der 1.13 nicht so stark als Kaiser wie Frankreich. Oder sie waren zumindest gleich stark. Und hier war Österreich um einiges stärker als Frankreich. Naja, es war tatsächlich nicht Österreich, das mir auf die Fresse gehauen hat, sondern eine Koalitionsarmee aus Ungarn und Vatikan. Ja, aber an sich trotzdem ist er sehr viel stärker geworden. Das war das, was ich damit darstellen wollte. Und ja. Bayern ist blau. Ja. Ruf doch nach einer Bayerner Stiefeljagd, oder Leute? Ja. Naja. So, ich werde jetzt mal meine Beziehungen beziehen auf... Oh, plus 0,43. Dann sichere mein Handel bei Venedig. Jaroslav ist ein Vasall von Moskau seit wann? Sehr schön. So darf das gerne bleiben. Okay, Polen hat eine Personalunion mit Litauen schon mal gemacht. Ja, ist immer der erste Schritt bei denen. Das ist ja... Wollen die mich verarschen? Warum habe ich... Ich habe insgesamt noch einen Ertrag von 6,66. Das heißt, ich bekomme doch eigentlich keine guten... Warum habe ich dann da oben plus 2er? Ja? Das Spiel mobbt mich. ich darf mein Kandidaten werden. Ach, ich bin ja diese Art von dummer Demokratie. Da ist in den Niederlanden um einiges besser. Aber ich... Wer brach das Bündnis mit mir? Ach was. Aber Beziehungen verbessern? Okay, Freunde, passt mal auf. Dann klären wir das Ganze auf meine Art. Jetzt wird erstmal gerestelt. Also so geht's ja mal nicht, ne? Ja, zum Bündnis mit Venedig ist es ein weiter Weg. Und auch zum Bündnis mit Savoy. Schade, ich darf immer noch nicht entscheiden, ob wir schneller oder langsamer spielen. Früher ging das mal zwischendurch. Da hatten sie das irgendwie freigestellt, haben es ja wieder entfernt, kann ich verstehen. Weil damit konnte man sehr gut Neptun mobben. Was, womit?
Ach, egal. Ignorier es einfach. Errungenschaften sind deaktiviert. Ist ja klar, habe ich ja vorhin erklärt. Errungenschaften könnt ihr jetzt nämlich neben euren Übersicht in der Face einsehen. Da könnt ihr die Errungenschaften, die ihr aktuell mit eurem Land erreichen könnt, in diesem Iron Man, könnt ihr euch einsehen. Das ist auch sehr cool. Auch sehr hilfreich für eine Achievement-Jagd. Ja. Und da ich irgendwann mal gerne alle Achievements in euch hätte, sie aber nie haben werde. Ja. Spätestens an der Welteroberung scheitert. Es gibt noch einen kleinen Faktor, den ich euch jetzt mal zeigen werde, und zwar Truppenrekrutierung. Das können wir jetzt direkt über das Einheiten-Interface machen, und zwar indem wir einfach hier oben auf das Plus machen. Und das Schöne daran ist, dass die Truppen dann zum einen aufgeteilt werden, so wie wir es bereits von der Armee-Vorlage kennen. Das heißt, die werden dann nicht alle auf einer Provinz gebaut, sondern das hat sich jetzt aufgeteilt. Und wenn die Einheit in Ventluca fertig ist, dann fügt ihr sich automatisch der zweiten Armee in diesem Fall an. Und jetzt probiere ich einfach mal, die zweite Armee nach Ustiuk zu verschieben, um mal zu gucken, ob die das dann immer noch machen. Denn bei der Armeevorlage war es bisher so, dass wenn eine Armee beispielsweise, ich habe jetzt eine 10.000-Mann-Armee in Sustal ausgehoben, dann war die aber nur zur Hälfte fertig, es waren noch nicht alle da. Und ich habe die zum Beispiel nach Kostroma geschoben. Dann haben sich die neuen Einheiten nicht mehr mit dieser vorgelegte Armee verbunden. Und da möchte ich jetzt mal ausprobieren, ob das hier anders ist. Warum hast du gerade Pause gemacht, Andi? Andi? Und großen Regionen, darf ich jetzt bitte fertig vorlesen? Und große Regionen, die offiziellen Teil des Kaiserreichs sind, gingen an Venedig und den Kirchenstaat verloren, die Rechte des Kaiserreichs ablehnen. Solange Norditalien nicht fest wieder in das Kaiserreich integriert ist, können die Staaten dort für immer aus dem Kontrollbereich des Kaisers fallen. Interessant. Heißt einfach nur, dass bis 1490, wenn nicht der Kaiser es geschafft hat, Norditalien zu sichern, wird jede KI-Nation, die in Norditalien lebt, wird aus dem Reich aussteigen. Das Pop-up kennen wir aber schon. Hast du das vorgelesen? Hab ich den unterbrochen? Ich habe das vorgelesen, als ich mich gemutet habe. Nur leider legt mein Mute-Button auf Pause, was gleichzeitig eine Pause in euch auslöst. Und ihr seht, es funktioniert auch hier wieder nicht. Also die beiden neu ausgehobenen Einheiten haben sich zwar zusammengeschoben, aber sie sind nicht der zweiten Armee gefolgt. Sie gehen zu dem Platz hin, in dem deine zweite Armee war. Richtig. So war das auch schon bei den Vorlagen. Wie gesagt, ich wollte mal überprüfen, ob das jetzt inzwischen anders ist, ob die ausgehobenen Einheiten mit der Armee verknüpft sind oder nach wie vor mit der Provinz. Und es ist nach wie vor die Provinz. Ach ja, falls ihr neue Musik hört, ich habe mir alle Musik-DLCs gekauft, die es gibt. Und auch alle Unipacks, die es gibt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Italien sieht so fad aus. Was? Ja, das sind zum Beispiel hier. Ragusa hat schönere Rüstungen. Wenn wir hier sonst noch irgendjemanden. Da Corfu hat auch schöne Rüstungen. Aber na gut, es sind auch keine extra Unipacks. Irgendwie hat es niemand in meinem Süden. Und Aragorn wird zerlegt durch aragonische Bauern. Ja, das ist Frieden. Wollen wir uns mal verbünden oder wie oder was? Also ich bin gerade dabei, mir in Italien Verbündete zu suchen, weil ich muss es jetzt hier ernsthaft angehen, wenn du verstehst. Und ja, das Problem mit dem Thema ernsthaft ist, dass ich keine ernsthaften Verbündeten um mich rum habe, außer von den Novgorod hasst mich wie die Pest. Der Deutsche Orden ist doch immer mal ein guter Freund. Problem an sich ist halt, mein lieber Neptun, dass du viel zu weit weg bist, um mir zu helfen in einem Falle, in dem Falle eines Krieges. Ja, ja, ja. Und ich brauche nahe Verbündete. Ja, ja, ja. Mit denen ich was anfangen kann. Wie zum Beispiel Frankreich. Ja, ja. Oh, Circassian. Es gibt doch mehr Verbündete hier in der Nähe, als ich jetzt erwartet hätte. Beides wäre noch ein Kandidat, aber beides mit Savoy verbündet, das ist nicht so gut. Vatikan hasst mich allgemein. Neapel ist ja unter der Union von Aragon, Aratons Sohn, Narsis Hildos Erbe, die Provence. Oh, ich habe einen Kardinalsitz. Wupp, wupp. So. Könnt natürlich auch versuchen, Kaiser zu werden, das Kaiserreich zu einen, aber als Florenz ist es irgendwie schwer. Aber machbar. Ja, dass es machbar ist, habe ich nie nicht behauptet. Unmöglich ist immer alles für dich. Deine Truppen, siehst du sie nicht? Und genau deswegen wurde Neptun kein Poet. Weil er reimt wie ein Xylophonet. Ah, ich bin so doof.
So, mein liebes Twer, du willst Kloppe, du kriegst Kloppe. Ja, der Vatikan, der ist einfach stark. Das ist das Problem, dem ich mir irgendwann mal stellen muss. Aber zuvor fresse ich Siena so gut wie es geht und Luca. Mache mich erstmal stark. Ich glaube, das sind auch die zwei, die ich brauche, um die Toskana zu gründen. Ja, wie immer, administrative Technologie 10 oder höher. Und ich brauche entweder Siena oder Luca. Kann ich die Toskana werden? Wobei ich an sich Florenz den Namen schöner finde und auch die Flagge von Florenz schöner finde mit dem Rot als das toskanische Hingekotze. Sorry für alle Abonnenten, die in der Toskana wohnen, aber nö. Oh, nö. Perm ist unser Vasall, wie durchaus praktisch. Perm ist unser Vasall. Ja, ich hab wenigstens welche, so. Ja, ist nicht Zofka eigentlich auch dein Vasall? Ja? Skoff ist auch dein Vasall. Ist Pskov? Oh, Pskov ist mein Vasall. Jaroslawl ist auch dein Vasall. Ja, das weiß ich. Nix weiß der über sein Land, der Kerl. Nix weiß der über sein Land. Wie mies dies. Genua ist im Krieg mit der goldenen Krim, genau. Fast schon so gut wie vorhin mein Experiment mit der braunen Horde. Jawohl. Nun gut. Wie sieht es denn festungstechnisch bei uns aus? Ach ja. Brauchbar, aber nicht ideal. Ich hätte mal gerne hier noch eine Festung. Hier wäre noch ein Trupp abendländischer Mittelalter-Infanterie. Die Infanterie des mittelalterlichen Abendlandes. Ja. Und das sollte ich ernst nehmen? Auch ein unfairer Fakt in Oi ist, dass die besten Truppen am Ende des Spiels haben immer die westlichen Nationen. Egal wie gut ihr aufholt, am Ende sind immer die westlichen am stärksten. Zwischendrin werden mal andere Nationen stärker, aber am Ende sind immer die westlichen am stärksten. Merkt euch das, Leute. Das nennt man historische Fakten. Ich weiß nicht, ob ich das so ganz zusagen kann. So an sich. Außerdem ist Schweden nicht overpowered. Ich krieg die Inflation nicht runter so schnell. Wie passt ihr denn die Geschwindigkeit? Sollen wir da mal auf 3 gehen, oder? Oh, sie, Senior. Sag mal, Venedig, würdest du mich eigentlich verarschen? Jedes Mal geht's immer höher. Ich hör bald auf, gegen dich aufzuholen. Wie, jedes Mal geht's immer höher? Du bist im Krieg mit Mailand und besiegst Mailand. Ach, das ist ja schön. Was meinst du mit jedes Mal geht's immer höher? Ach, jedes Mal geht es negativ immer höher. Wenn man positiv höher geht fürs Bündnis. Dabei will ich sie doch bloß in mein Land zerren und zu meinen Verbündeten machen. Das klang falsch. Kann ich mich mit den Osmanen verbinden? Das wäre natürlich praktisch. Nee. Ach so, okay. Ich muss Einstellungen verwalten selbst machen. Das mache ich dann auch mal zu. Oh, neue Effekte. Und ach du Scheiße. Ich bin freundlich gegenüber Venedig. Genau. Meine wird gezwungen sein, Savoy, bla bla bla, bla bla bla, nichts Entscheidendes. Okay, unsere Forschung wird dem Bevölkerungswachstum zugutekommen oder es ist noch Platz für Verbesserungen? Im 16. Jahrhundert begannen viele Staaten, die Anzahl der Ärzte zu vergrößern und ihre Ausbildung an Universitäten zu regulieren und zu überwachen. Diese Vorschriften galten auch für Hebammen. Wie lange kriegen wir denn die Güter? Nur 2 Jahre. Nein, das mache ich mal nicht. Weil das gibt uns eine Wirtschaftsillusion, die wir am Ende nicht haben. Das könnte ins Minus stürzen, wenn es so weit ist. Holen wir uns lieber die administrative Macht und pushen damit die Stabilität. Das sieht hier auch alles ein bisschen anders aus, aber nur in der Anordnung. Hier ist nichts Neues, wenn ich das sehe. Und dann pushen wir mal die Stabilität direkt. Das gibt uns nämlich dann auch das entsprechende Wirtschaftsplus. So! Ein Ruf zu den Waffen. Das Land Circassien, euer treuer Verbündeter, fordert Unterstützung im Krieg gegen Gazikubutukutukutukutuku. Dies ist ein Verteidigungskrieg. So, Gazprom ist da unten. Ja, von mir aus eigentlich brauchen die unsere Hilfe da nicht. Aber hey, es gibt Prestige. Und weiter. Die Goldene Horde geht mir gerade ein bisschen auf den Sack.
Da müssen wir mal. Müssen wir mal auf feindselig gehen. Ach, die Patriarchie. Unterbrechung! Dings gibt's ja. Ist gerade ganz praktisch. Ich muss nämlich mal kurz hier den Papstkrempel prüfen. Ja, also Leute, das war jetzt unsere Einführungsfolge. Aber jetzt wird es nur noch ganz kurze Hallos geben, so 10 Sekunden lang und ganz kurze Tschüss, dass wir nicht zu lange brauchen, weil wir einfach zocken wollen und nicht die halbe Folge mit verbringen wollen wie Hallo und herzlich willkommen zurück, wir sind doof. Und geht zurück und gebt uns Kommentare und sowas. Nee, wir wollen einfach nur kurz Hallo, kurz Tschüss sagen, deswegen verzeiht uns das. Wenn wir Aufnahmesessions beenden und neu anfangen, wird es ein bisschen länger sein natürlich, aber so an sich ergibt es uns, wenn wir es kurz halten. Das wird uns schwerfallen, aber wir werden es versuchen. Und Albanien gehört Venedig. Was sind das für ein Kack schon wieder? Das haben die direkt von Anfang an gemacht. Das hatten die auch vorhin bei unserem Krim-Experiment gedenkst. Mir ist auch aufgefallen, ein ganz kleiner Funfact noch, dass Lucca, Siena und Ferra, die Länder um ihr herum, die sind nicht... die haben keine Verbündeten. Ich kann die einfach überrennen. Dann mach das doch, pass aufs Reich auf. Ich bin im Reich. Ah. Ich bin das Reich. Entschuldigung. So, jetzt reicht's. Ja, es reicht. Wir beenden die Folge und schreibt uns Kommentare, gebt uns Bewertungen. Ich hoffe, der Multiplayer gefällt euch. Ja, genau. Mehr gibt's dazu auch nicht von meiner Seite zu sagen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Tschö. Ciao, ciao. Okay.